Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator Staffel 2. 2? Nein, Staffel. Moment, what? Euro Truck Simulator 2, Staffel 3 Reloaded. Meine Güte. Ach ja, Monitor heller stellen, weil Sonne und so. Oh, das war. Ich wollte nicht Auto kalibrieren. Warum alle kalibriert jetzt automatisch wieder? Das war doch sonst immer auf dem weiter darunter, auf Kontrast und Brightness. Bisschen auf Contrast und Brightness. In dieser heutigen Folge fahren wir von Helsingborg. Hallo F3, danke. Von Helsingborg 25 Tonnen Spanplatten. Wie gesagt, von Helsingborg aus nach Berlin. Ist zwar in Anführungszeichen offiziell halt vom Vorschaubild her ein Trailer ohne, also halt ein, so gesehen ein Trailer ohne Ladung, also ein, wie heißt das vielleicht, ein leerer Trailer halt, ein leerer Container-Trailer. Dass aber 25 Tonnen sind, dachte ich mir, okay, ich. Wir haben ja die Möglichkeit, das Ganze auszuwählen, ob wir das wirklich so wollen mit dem Containerlosen und so weiter und so fort. Und ich würde mal fast sagen, es macht schon Sinn, dass man das halt eher so bei 8 Tonnen macht und jetzt nicht bei 25 Tonnen oder so. Wenn man bei 8 Tonnen dann auch schon mal ruhig dann einen leeren Trailer fährt. Weil 25 Tonnen Gewicht sind natürlich ordentliches Gewicht und das macht halt wenig Sinn bei einem leeren Trailer. So, Frachtmarkt. Sind ganze 436 Kilometer nur, in Anführungszeichen, also natürlich auch mehr sein können. Oh Gott, so klein. Was nehmen wir denn? Ach, nehmen wir einfach mal den, ne? Nehmen wir mal einfach mal diesen Trailer. Oh, es sind nur 22, hä? War es nicht gerade 25 Tonnen? Jetzt sind es 21 Tonnen. Das sind. Hä? Ich bin verwirrt. Das sind 11 Tonnen, okay. Das sind 25 Tonnen. Warum auch immer. Dann nehmen wir halt den und dann sind es halt nicht 25 Tonnen, sondern 22 Tonnen. Ja, 12.500 bekommen wir dafür. Und ich muss fast sagen, Abfahrt, ne? Dann nehmen wir mal einen Trailer auf. Transporters Nacia, was? Ich bin mir auch nicht sicher. Ob das jetzt gerade. Ist das eine spanische Firma? Könnte halt vieles sein. Wir werden vermutlich auf dem Trailer sehen. Fahren wir mal zur Fähre. Ich weiß gar nicht, zu welcher Fähre wir fahren. Also über welche Orte. Wenn wir uns dorthin bewegen. Ich habe es zumindest wieder vergessen. Dieses Hin und Her mit der ganzen Sonne ist auch schon wieder ein bisschen störend. Vor allem, weil wir gerade noch Nacht haben, beziehungsweise noch vor Morgengrauen sind. Ja,
haben ein neues Upgrade, glaube ich, geholt uns für den Shadow Truck. Kann das sein? Ich weiß es schon ehrlich. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich sollte vielleicht mal echt wirklich gut, wenn ich dazu kommen würde, mehr im Voraus aufnehmen. Dann weiß ich das auch wieder. Ich glaube, ich ändere nochmal meine To-Do-Liste nicht in folgenmäßig, sondern eher in Aufnahmesessions mäßig. Das macht schon mehr Sinn. So, das wäre ein Vorschlag, was das jetzt mal zum Beispiel betrifft. Sofern ich dann denke, die Zeit dazu finde, voilà, mache ich das. Haben wir nur einen Motor gekauft und kein Getriebe? Da haben wir immer noch keinen Retarder drin. Ich bin gerade etwas verwirrt. Aber das liegt auch nur daran, weil ich nicht mehr genau weiß, was ich in der letzten Folge am Ende gemacht habe. Eieiei, okay, das passt. Passt doch noch. Wir packen den Tempomat aber trotzdem auf 84 km pro Stunde. So gut, obwohl es eigentlich unnötig ist, wir sind ja direkt schon wieder beim Schiff, beim Hafen. Wir fahren ja auch nicht ganz so viel. Okay, wir fahren nach Malmö oder Richtung Malmö. Ups, mal durch Malmö durch. Ist zwar eine etwas ruhigere und eine kürzere Tour, aber wir kommen jetzt halt so ein bisschen mehr so südöstlich. Oder südlich von Skandinavien. Mal schauen, vielleicht geht es dann auch bald in Russland rein. Werden wir dann halt sehen, wie die Auftragslage jetzt in Berlin sein wird in der nächsten Folge. Hallo, danke. Hätte ich eigentlich mit schnellerem Tempo weiterfahren können, aber nein, ich habe die richtigen Tasten nicht gefunden. Dann haben wir also 23.000. Ich weiß gar nicht, wie weit wir vom nächsten Level entfernt sind. Erst auch mal in Malmö. Mal gucken, ob wir dann eventuell die Möglichkeit haben, nochmal ein paar Upgrades uns zu genehmigen. Oh. Also du blinkst rechts und fährst weiter. Das macht aber mehr als nur wenig Sinn, I'm sorry. Nö, ich fahre geradeaus weiter. Ich folge dich in Navi. Was das Navi da gerade wieder macht, ist ja absoluter Käse. Aber sowas von absoluter Käse. Was ist denn das jetzt zwischen 50 und 70? 70 macht ja wohl am meisten Sinn hier.
Ah, nee, ist okay, das Navi hatte sogar recht gehabt. Never mind. Dieses fucking. Alles aber auch hier ein Kreuz. Ein Autobahnkreuz. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Guten Abend, muss halt ein bisschen verfahren. Aber vom Sinnverständnis her. Ah nee, wir kommen nicht auf rechte Seite drauf, verdammt. Ja, entweder nicht rauf gekonnt, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Gut, dann müssen wir halt, haben wir halt noch ein bisschen längere Folge als eigentlich gewesen wäre. Einfach nur, weil ich zu blöd bin, um dem Navi zu folgen, weil ich dachte, das Navi mich doch ein bisschen treuen will. Was das gar nicht wollte. Dann fahren wir mal kurz bei Trelleborg raus und dann drehen wir. Weil fahren wieder zurück. Und wir kommen in Trelleborg. Kommt nix. Oh. Wunderbar, dann fahren wir wieder auf die Autobahn und dann fahren wir zum richtigen Hafen. Ah, wir haben zu kämpfen. Ich würde schon fast sagen, es macht halt schon Sinn, ne, möglichst zügig den Truck zumindest, was so das innere Herz betrifft, upzugraden. So, dann sind wir auch endlich wieder auf der richtigen Spur. Beziehungsweise wieder in die richtige Richtung. Das ist aber auch schön hier mit den kleinen. Die Idee mit den kleinen. Nehmen wir es mal Oasen. Und mussten wir das allererste. Ah ja, was war das denn für ein Schlenker? Mussten wir das allererste Mal selbst die Maut bezahlen? Aber dafür dürfen wir auch das erste Mal hier mit unserem eigenen LKW rüberfahren. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich dachte, wir fahren wir jetzt doch nicht mehr mit dem Schiff und fahren jetzt die komplette Tour, dann. Ich bin jetzt maßlos verwirrt gerade.
Scheinbar fahren wir ja gar nicht zum Schiff. Wir fahren jetzt. Hä? Das ist ja komplett awkward gerade. Oder bin ich blöd? Ich dachte, wir hätten den Trelleborg rausgemusst. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Naja. Egal. Folgen wir jetzt mal einfach mal dem Navi. Vielleicht hat das ja doch gute Ideen. Tanken. Was sind das, 1000 Kilometer, die wir noch können? Ja, 1400, alles klar, dann müssen wir nicht raus und tanken. Dann, opala, dann geht es runter auf die E47, wenn ich es richtig gesehen habe. Das klappt wieder ein bisschen über. Soll ich da mal den Monitor wieder ein bisschen runterstellen, hier kommt den Kontrast. Wenn wir vor Geraden sind. So, jetzt. Oh. Ich hab mich wieder verdrückt. Und perfekt. Jetzt sehe ich wieder ein bisschen mehr oder nicht mehr ganz so überbelichtet. Man kann vielleicht auch ein paar mehr Sachen erkennen. Was die Schilder betrifft. Es sind aber einige Scanners, die ja auch uns entgegenkommen. Gut, zwei Stück hintereinander. Ich muss schon mal auch so bei. Das ist doch eigentlich auch eine Strecke, die zum Hafen führt. Ne? Vielleicht fahren wir doch halt nicht über Trelleborg mit dem Schiff, sondern verwandert. Das kann natürlich auch sein. Und es war die E47, wie ich gedacht habe, wie ich vermutet habe zu sehen. Strecke zum Schiff. Ich habe keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich glaube nämlich mittlerweile jetzt doch nicht mehr. Oder? Vielleicht jetzt doch? Wir werden sehen. Es ist einfach zu lange her, um sich an die ganzen Strecken noch wirklich felsenfest erinnern zu können. Ich glaube, das werde ich auch nicht müde zu erwähnen. Und dann geht's runter auf die E55.
Getzer. Okay, dann ist hier der Hafen. Okay, never mind. Ich hab nichts gesagt. Ist ja auch schön, gerade wieder so die Mischung aus Autobahn und Landstraße. So, also so eine Abwechslung, die halt auch wieder passt, ne? Also vor allem fährt die KI hier nicht gefühlt mit 70% der zugelassenen Geschwindigkeit. Halt einfach ganz ruhig und ganz entspannt sein Tempo fahren. So roundabout. Da muss ich das Ganze erstmal wieder ein bisschen aufbauen. Holy moly. Das lädt aber gerade langsam. Besser auch mal den Getzer. Ich glaube, hier war ich noch nie. Das ist dann ja. Okay, also vielleicht war ich hier schon mal. Kann sein, dass ich schon mal gewesen bin, aber das muss dann ja auch schon 1,5 Jahre her gewesen sein. Um den Dreh. Dann geht's scheinbar nach Rostock, okay. Muss ich mal einfach von Rostock aus halt Richtung Berlin. Dann fahren wir das allererste Mal mit der Fähre. Oder? Ich glaube schon. Ich bin mir gerade unsicher. Ziemlich unsicher. Ja, dann fahren wir mal nach Rostock und dann halt noch. Und von Rostock aus dementsprechend dann nach Berlin. Wir sind dort am Donnerstag um, also klar, heute um 14.50 Uhr. Central European Summer Time. Genau in der Zeit werden wir noch erwartet, von daher passt das. Dann können wir einfach schnurstracks gemütlich dorthin fahren und abladen. Easy going. Die Ampel noch bekommen, ich glaube nicht. Nee.
Dann geht's ab auf die Autobahn, glaube ich. Und dann haben wir noch 200 Kilometer bis nach Berlin. Ist mal schön an den Kühltüren vorbei. Schön mit dem Güterbahnhof auf der rechten Seite. Oder Umschlagplatz. Je nachdem. Ist aber auch gut inszeniert, auch dass es halt da noch mitten weitergeht. Muss man ja mal einfach sagen. Schon weniger, das machen wir halt so. Fahren wir ein bisschen Sprit sparen. Da ist ja jetzt alles Geld, was aus unserer Kasse rausgeht. Wenn wir tanken müssen. Und dann bleiben wir weiter auf der A19 Richtung Berlin bzw. Magdeburg. Ja, schon fast nach Regen aus. So wie es sich plötzlich hier verdunkelt hat. Würde mich nicht wundern. Und 50 Kilometer haben wir noch. Ich glaube, es kann wirklich an zu regnen. Oder es ist einfach nur bewölkt. Hat sich schon zugezogen. Aber ich weiß gar nicht, ob es auch schon direkt in Rostock so gewesen ist, wenn ich so drüber nachdenke. Ich bin echt gespannt, wohin es von Russland, von Berlin aus hingeht. Kann sein, dass wir weiter Richtung Italien fahren, kann auch sein, dass wir Richtung Frankreich fahren oder Osten, Richtung Polen oder gar Russland. Ist ja schon mittlerweile wieder ein bisschen zentraler geworden. Es war interessant, dass wir nur 12.000 für den Auftrag bekommen. Aber gut, war halt der bestbezahlteste, also für der beste mit der Preis pro Streckeneinheit Gedöns. Wir wollen nicht runter, wir wollen auf der A26 oder was war das bleiben oder A24, eins von beiden. Okay, 24. Allerdings auf der A24 Richtung Berlin.
Wir haben nur noch wenige Kilometer, nur noch 97 Kilometer bis nach Berlin. Wo liefern wir eigentlich gerade hin? Wir bilden. Oh Gott, wir liefern zu Zen Builders. So. Was wollte ich sagen? Also in Deutschland wird halt auch einiges gemappt, also da werden wir auch einiges zu sehen bekommen. Einige Variationen zum Vanilla-mäßigen. Gut, wir haben natürlich auch schon einiges gesehen, also schon so ein bisschen was gesehen in Dings, in Skandinavien allgemein. Aber in Deutschland fing das Ganze halt an, also mit an, soweit ich mich erinnere. Dass dort viel gemappt wurde. Aber halt auch viel Polen und bei England weiß ich es gerade gar nicht, bin ich mir gerade unsicher. Aber ja, das liegt vielleicht auch daran, weil ich mich überhaupt nicht informiert habe, wie denn der Stand damals war, was alles gemacht wurde. Halt auch, weil ich einfach nur fahren will. Da geht's dann eher, damit beschäftige ich mich dann, wenn es dann wieder die neue Staffel und eine neue Staffel beginnt, die halt aktuell gehalten wird. Da kann man sich auch informieren über aktuelle Sachen. Auch ein cooles Tempo drauf, ne? So 87 ungefähr oder ein bisschen mehr. Und die nächste müssen wir scheinbar raus, oder? Genau, da geht's nach Berlin. Wir sind so gut wie an unserem Ziel angekommen. Wie gesagt, hat vermutlich ein bisschen länger gedauert, als es geplant gewesen wäre. Durch den einen Fahrfehler vermutlich 5 Minuten sind darauf gegangen, ich weiß es nicht. Aber ja. Aber wir sind angekommen, das ist das, wo wir kommen an, das ist die Hauptsache. Ich wurde scheinbar wieder ein bisschen zu dicht reingefahren oder zu dicht nach links, nach rechts. Auf die andere Spur, dass er dann wieder einen Schock bekommen hat, der Fahrer. Mein Fehler. Mal in Berlin. Da konnte ich nicht mehr halten. Und da haben wir es ja vorne, Zen Builders.
Wäre ich im richtigen Gang gewesen, hätten die nicht warten müssen. Hoppala. Dann liefern wir mal ab und kassieren die Kohle. Ausgezeichnet. Sparen Platten von Helsingborg nach Berlin geliefert. Gefahrenstrecke 496 Kilometer, dauern 9 Stunden. Verbrauchter Kraftstoff exakt 287 Liter. Wir bekommen 12.693 Dollar und 809 Erfahrungspunkte und sind damit Level 10 geübte Arbeiter. Und wir gehen auf zerbrechliche Fracht Rang 2 plus 10% höhere Vergütung, Anstieg um 5% für das Ausliegen von zerbrechlicher Fracht. Perfekt. Dann mal gucken, was es so für neue Dinge gibt. Ab Level 10. Wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn wir hinfahren würden. Wäre es sinnvoller gewesen, wenn wir gerade merken. Gut, ein neues Fahrwerk, Seitenverkleidung. Fahrwerke für den Scania S, Getriebe und Motor und jede Menge und noch mehr Motor, noch mehr Getriebe. Ja, lohnt sich auf alle Fälle hinfahren. Ach, jetzt hätte ich egal. Dann fahren wir mal zur Werkstatt. Gucken, wie viel der ganze Spaß kosten würde. Dann auch die Fahrt. Beziehungsweise diese Folge. Oh. Auch dementsprechend bessere, höher vergütendere und auch schwerere Frachten fahren können. Wie gesagt, ich finde, das sollte erstmal unser Hauptaugenmerk sein, bevor wir Garagen upgraden und Fahrer USW dazu besorgen. So, dann gucken wir kurz bei der Wartung, ob da was ansteht. Nicht wirklich, genau. Gut, mit dem Fahrerhaus und mit dem Fahrwerk, das können wir erstmal so lassen. Wie gesagt, das geben wir jetzt erstmal ums Herz. Gut, um 40 PS mehr, das würde 8000 kosten. Und wir haben eigentlich einen Retarder sogar drin.
belassen das, glaube ich, bei dem Retarder und gehen halt auf einen höheren Motor. Gut, mehr PS. Läuft. Dann beenden wir mal hier die Folge. Ruhen uns nochmal aus. Ich werde beenden hier die Fahrt und die Folge. Ruhen uns nochmal ein bisschen aus. Dann werden wir dann auch gestärkt und ausgeschlafen in die nächste Folge starten können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen euch dann im nächsten Video wieder von EuroTruck Simulator Staffel 2. Nein, EuroTruck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Oder eine von den Reloaded Staffeln von EuroTruck Simulator oder einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Warum habe ich heute bei EuroTruck Simulator 2 so Probleme, die Staffel hinten dran zu hängen? Ich habe keine Ahnung.